Hallo, euer Capo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Realms. Es ist wieder soweit, ein neues Update erscheint, das Juni-Update. Und ich habe richtig Bock drauf, das hat's richtig in sich. Gehen wir mal in den Details drüber. Und zwar erscheint das neue Update am 20.05. Neue Odyssee erwartet dich, ein neuer Dolores-Skin, neue Funktion, dämonischer Kreuzzug, Ausrüstungsdungeon, wichtige Updates. Klingt richtig, richtig nice. Gehen wir im Detail drüber. Neue Odyssee. Nach dem Update Anforderungen schließe Weg zum Helden 17 ab. Begib dich auf eine völlig neue Odyssee. Wenn du bestimmte Meilensteine in den Odyssee-Quests erreichst, kannst du den exklusiven Skin von Dolores einsammeln. Goldene Pharaonen. Schließe alle Odyssee-Quests ab, um zusätzlich einen brandneuen legendären Helden zu bekommen. Na, also es sind hier Quests, die man abschließen muss, um halt die Reiter hier immer weiter zu gehen. 92 oder 82, ich weiß nicht, was das hier heißen soll. Also auf jeden Fall knapp 80, 90 Quests werden das wahrscheinlich sein, die man abschließen muss. Und dann bekommt man halt immer bessere Belohnungen am Ende des Tages und zum Schluss einen neuen legendären Champ. Exklusive Belohnungen, wie gesagt, Dolores-Skin, goldene Pharaonen und ein neuer Champ, Enid. In dem werden wir auch in einem separaten Video nochmal eingehen, ob also meine Einschätzung ziehen, ob ich ihn gut finde oder eher weniger. Auf jeden Fall sieht er aus wie der Bruder von Kamet so ein bisschen, aber passt auf jeden Fall zu den Dolores-Skin als Pharaonen und ein Pharao. Finde ich richtig, richtig nice, sieht wirklich sehr, sehr gut gestaltet aus, von daher passt das erstmal. Ja, man bekommt Belohnungen, wenn man weiter in der Odyssee voranschreitet. Legendäre Seelensteine finde ich richtig, richtig nice. Und ansonsten uralte Beschwörungskristalle, sogar legendäre Skillkristalle, der Umschmiedehammer und mystische Artefaktessenz. Finde ich auf jeden Fall richtig nice, so gibt es wieder was zu tun mit den Quests. Richtig gut. Neue Funktion, dämonischer Kreuzzug am 21.05. Dämonischer Kreuzzug ist eine brandneue Dämonensoldatenfunktion mit zwei Modis, Hauptstufen und Herausforderungsstufen. Während des Events können Kommandanten verschiedene Dämonensoldaten anleiten, um eine Reihe von Helden, die Wache stehen, zu besiegen. Außerdem können sie Gebiete erweitern und großartige Belohnungen verdienen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, also das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Es gibt, wie gesagt, eine Hauptstufe und Herausforderungsstufe. Da werden wir aber auch, denke ich, wenn das soweit ist, werde ich darüber auch nochmal ein Video machen. Muss man erstmal gucken, was man sich am Ende des Tages so richtig darunter vorstellen kann. Drei neue Dämonensoldaten werden kommen. Der Narr, Adax, Gefolgsmann und Ex-Menschenkrieger. Gut, werden wir vielleicht dann auch in dem Video, wenn ich hierüber ein Video mache, nochmal über die drei durchgehen. Die drei neuen Dämonensoldaten spielen alle die Rolle eines Unterstützers in ihrem Team und können andere Dämonensoldaten während eines Angriffsbuffs wie Schild- und Geschwindigkeitserhöhung bieten. Sie sind entscheidend, um die Herausforderungsstufen im dämonischen Kreuzzug zu meistern. Interessant. Kommandanten können versuchen, durch den dämonischen Kreuzzug drei neue Dämonensoldaten zu erwärmen. Diese Soldaten bieten neue strategische Ansätze für den Gildenkrieg. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass endlich mal im Gildenkrieg was passiert, denn am Ende des Tages wurde von vielen gesagt, ich sehe es genauso, es war langweilig, der Gildenkrieg. Es ist echt keine Herausforderung gewesen, da groß. Ja, man hat einfach nur die Schlüsse runtergehauen, weil man einfach keinen Bock hatte, da irgendwie groß zu spielen. Und jetzt klingt es auf jeden Fall wieder richtig, richtig interessant. Neue Kartenmechanik. Dämonischer Kreuzzug hat 9 neue Herausforderungskarten mit 3 brandneuen Stufenmechaniken hinzugefügt. Pulverfässer, geschmolzene Lava und Bollwerke. Die Dämonensoldaten können zudem mit 2 Routen angreifen, was die strategische Tiefe dieser Funktion erheblich bereichert. Na, da gehen wir, denke ich, auch separat nochmal drüber am Ende des Tages, wenn es soweit ist. Wichtiges Update für den Ausrüstungsdungeon am 22.05. Und zwar gibt es einen neuen Gegner. Rasende Blutmeisterin, der Ausrüstungsdungeon führt einen neuen Boss ein. Rasende Blutmeisterin mit insgesamt 6 Stufen. Um die Herausforderung zu beginnen, müssen Ausdauer und 9 Dungeon-Schlüssel verbraucht werden. Die rasende Blutmeisterin ist in der Lage, 2 Arten von Klonen zu beschwören, die sich selbst heilen können, wenn sie P-Damage oder M-Damage erleiden. Ändere deine Formation und setze Helden mit unterschiedlichen Damage-Typen ein, um ihr effektiv zu begegnen.
Empfohlene Helden, hier seht ihr wieder, welche Helden empfohlen sind. Die, die ich habe, sind leider nur Hatsut und Hex, die anderen habe ich leider nicht. Aber gut, werden wir sehen, was sich am Ende des Tages, wie es funktioniert, wird auf jeden Fall auch noch ein Video kommen. Wichtige Anpassung, na, hier seht ihr das Gear Raid Dungeon 1 und Gear Raid Dungeon 2. Belohnung und alles wird das gleiche bleiben, das sieht man auch hier von der Ausrüstung. Aber es ist halt ein neuer zusätzlicher Champ, deshalb heißt es dann Gear Dungeon 2. Wichtige Anpassung, der Zeitraum für die Öffnung jedes Ausrüstungsdungeon wird verlängert, wobei zwei verschiedene Dungeons gleichzeitig freigeschaltet werden. Der Inhalt der Stufen des Ausrüstungsdungeons wird regelmäßig aktualisiert. Für die verschiedenen Ausrüstungsdungeons sind unterschiedliche Dungeon-Schlüsse erforderlich und bei jeder Öffnung des Dungeons erhalten die Kommandanten 100 entsprechende Dungeon-Schlüsse für jeden Dungeon. Also für jeden 100. Also haben wir 200 Schlüsse, na, braucht man halt wieder richtig viel Energie. Kommandanten können die speziellen Meisterschlüsse auch durch Ausrüstungsrate 1, 2 und 3 für Herausforderungen im Ausrüstungsdungeon erwerben. Aha, also wenn wir ganz normal den Ausrüstungsdungeon farmen, also 1, 2 und 3, können wir auch Schlüsse kriegen für die hier. Also das finde ich dann wieder gut, sodass wir nicht zu viel Energie am Ende des Tages opfern müssen, beziehungsweise doch, Energie wird man trotzdem opfern müssen, aber die Schlüsse erhält man halt. Die Meisterschlüsse können jedoch erst verwendet werden, wenn die Dungeon-Schlüsse aufgebraucht sind. Ah, okay. Die Belohnungen im Austauschshop werden jedes Mal aktualisiert, wenn ein Ausrüstungsdungeon geöffnet wird. Die verbleibenden Dungeon-Kristalle der Kommandanten können übertragen werden, um in zukünftigen Ausrüstungsdungeon wertvolle Belohnungen, wie zum Beispiel Ausrüstungsvariante, antikmystische Ausrüstung und neue Schmiedematerialien einzulösen. Ne? Also wird es übertragen, sind jetzt nicht weg. Das heißt also, man kann sie wirklich auch am Ende des Tages ansparen. Und sonstige wichtige Updates, Gildenboss. Und das finde ich richtig nice. Gildenboss-Truhen ab der Albtraum-Schwierigkeit werden nicht mehr länger gewöhnliche Belohnungen wie Signien und seltene Skillkristalle enthalten. Aber sie bieten eine höhere Chance, legendäre Skillkristalle und andere wertvolle Items zu gewähren. Richtig, richtig nice. Also, das ist das, was viele sich schon erhofft haben, dass man irgendwann da ein Update kommt, weil es echt nervig ist, wenn man Albtraum farmt beim Gildenboss und es kommt nur Müll raus, was man eigentlich am Ende des Tages überhaupt nicht mehr benötigt. Richtig, richtig gut. Und es gibt jetzt einen Ausrüstungsplan. Kommandanten können jeden Ausrüstungsplan mit einem individuellen Namen versehen und speichern und aus diesen gespeicherten Plänen mit einem Tippen eine Ausrüstung auswählen. Auch richtig, richtig gut. Ja, gehen wir mal noch über die Update-Ankündigung drüber, wo das nochmal teilweise ein bisschen detaillierter ist, denn das klingt auch richtig interessant. Ich habe hier noch ein paar Sachen gesehen, die halt sehr interessant waren. Erstmal neue Helden kommen, Dahlia. Das ist das, was ich auf dem Forerunner-Server letztens erzählt habe, was da kam. Und was hier noch interessant ist, auch die Kampagnenstufen. Es gibt jetzt den Teil 2, also 12 neue Stufen. Das heißt, das, was jetzt war, diese Stufen, das ist Teil 1. Und jetzt kommen 12 neue Stufen in Teil 2. Und zusätzlich eine neue EXP-Stufe. Also wer meinen Kanal schon länger verfolgt, am 10.05. das Video vom Forerunner-Server war genau das drinne. Und also das Update kam quasi auf dem Forerunner-Server am 9.05. Und das ist wirklich nice, dass das jetzt schon ist. Ich habe ja gesagt, das wird wahrscheinlich in den nächsten Updates dann irgendwann kommen. Aber dass das alles jetzt schon kommt, ist natürlich eine Hausnummer. Und da bin ich mal echt gespannt, wie das generell bei euch oder insgesamt bei uns ankommen wird. Also ich muss sagen, das ist mal wieder ein Update. Das ist meiner Meinung nach das beste Update, was dieses Jahr rauskam. Finde ich auch eins der größten Updates, was aktuell rauskam. Ja, meine Meinung dazu, richtig, richtig geil. Also ich finde das einfach nur mega, gerade mit den Odyssee. Das finde ich wirklich richtig gut, denn bei den Ausrüstungsdungeons, dass es da einen zweiten Champ gibt, dass man da auch wieder was zu tun hat und dass es endlich beim Gildenkrieg Updates gibt mit der neuen Funktion Dämonischer Kreuzzug, klingt auch sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, wenn ihr da keine weiteren Videos verpassen wollt, bleibt gerne dran, abonniert gerne meinen Kanal, weil darüber wird es noch, denke ich, viele, viele Videos geben.
Ja, schaut auch mal gerne in der Videobeschreibung rein bei meinem Partner Holy Energy. Wer noch eine Gaming-Booster-Variante im Energy-Bereich oder es gibt auch Eistee- oder Sportgetränk-Variante, schaut da gerne mal in der Videobeschreibung rein. Und ansonsten, wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.